Wie schnell rast unsere Erde durchs Weltall? Das haben wir uns mal gefragt und mal ganz kurz, was müssen wir dazu wissen? Also die Bahn um die Sonne hat einen Radius von rund 150 Millionen, also ich nehme jetzt mal 150, sind 149 Millionen Kilometern. Das sei mal unsere Erde. Sie bewegt sich in einem Jahr einmal rum. So, ich gehe jetzt auch mal nicht auf die Exzentrizität, also das heißt auf die. Eigentlich ist es ja keine echte Kreisbahn ein, sondern ich tue mal so, als wenn es eine Kreisbahn wäre. Das genügt jetzt vollkommen. Naja, dann ist doch die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit, wenn sie in einem Jahr einmal rumsaust? Naja, 2 Pi durch T. Leute, guckt einfach nochmal auf die Links, wie eine Winkelgeschwindigkeit hergeleitet und berechnet wird. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Die Bahngeschwindigkeit gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Auf die Links gucken ist Omega mal R. Wenn ich das beides mal zusammenfüge, diese beiden Formeln, komme ich auf 2 Pi durch T, das steht hier. Und dann, das ist schon Omega und dann mal R. Jetzt eine Vorbetrachtung, eine Periodendauer, also einmal rum um die Sonne, ist ein Jahr, beziehungsweise das sind diese, ich muss mal ein Tausender-Trennzeichen einfügen hier, das sind diese 31 Millionen Tralala Sekunden. Die errechnet man, indem man sagt 365 Tage. Ich nehme jetzt 365 glatt, ne, also nicht jetzt mit Schaltjahren und Co. Mal 24 Stunden, mal 60 Minuten, mal 60 und dann komme ich auf Sekunden. Jo, und dann setze ich das ganz einfach ein. 2 Pi mal die 150 Millionen Kilometer und durch diese vielen Sekunden und das tippt man in den Taschenrechner ein, das geht eigentlich ganz fix. Natürlich, ich könnte Folgendes machen, ich könnte hier Nullen wegstreichen, ne? Dann wird die Zahl, die man in den Taschenrechner eingibt, nicht mehr so groß. Aber ich komme trotzdem auf eine Bahngeschwindigkeit von 29, tralala Kilometer pro Sekunde. Lasst diese vielen Stellen ruhig stehen im Taschenrechner, denn wenn ihr das mal umrechnen müsst in Kilometer pro Stunde, wie das geht, siehe Link, werde ich hier anfügen. Eine Sekunde sind ein 3600stel Stunden. Das schreibe ich so hin. Demzufolge habe ich einen Doppelbruch. Vielleicht würde ich auch nochmal auf den Doppelbruch eingehen. Dann kommen die 3600 als Zahl hier hoch und die Stunden bleiben stehen. Ich tippe dieses Zwischenergebnis, wenn mir das reicht, lasse ich so. Tippe dieses Zwischenergebnis gar nicht erst neu ein, sondern lasse es einfach stehen und nehme mal 3600 und komme auf eine wahnsinnige Bahngeschwindigkeit von 107.000 noch was Kilometer pro Stunde. Hier guckt mal im Taschenrechner. Da lässt man das dann einfach so ruhig die Nachkommastellen stehen und nimmt mal entsprechend mit dem neuen Wert dann mal und so weiter. Und dann kam ich hier auf diese vielen Nachkommastellen. Die sind jetzt unwichtig. Gut. Ich werde noch einen Link am Ende einfügen. Und zwar, was ist, wenn ich sage, naja, ich wohne so paar 50 Grad nördlicher Breite und wie schnell bewege ich mich denn dann um? Also. Als Menschen haben wir auch eine Geschwindigkeit, denn die Erde dreht sich ja in 24 Stunden einmal rum. Und wie groß ist dann unsere Geschwindigkeit? Es ist überraschend, wie gesagt, ich werde am Ende hier noch den Link mit einfügen, werde ich mal ganz schnell vorrechnen, geht auch ganz kurz zu erledigen. Gut, ich hoffe, ich konnte kurz zum Verständnis beitragen und verbleibe mit besten Wünschen. Macht's gut, tschüss.